Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei Dänemar. Und damit gehen wir mal direkt rein ins Thema. Und das Ding ist, heute sind sogar drei Videos geworden. Es werden nicht nur zwei, sondern gleich drei. Weil irgendwie, ich bin gerade richtig am raushauen. Einfach nur, weil es um klipp und klar meine Meinung zu sagen. Jetzt nämlich geht mal ein ganz anderer. Also zuerst habe ich ja aber mal meine Meinung dazu gesagt, dass Toko Nickelodeon aufkauft. Danach habe ich mal meine Meinung dazu gesagt, dass ProSieben die ganze Zeit immer wieder alles in Dauerschleifen sendet. Und jetzt hau ich gegen Sat.1 raus. Weil das ist mir auch gerade so random mal eingefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, also, ich denke, jeder von uns oder von euch kennt die Filmreihe Harry Potter. Bestimmt. Das ist ja hier mit diesem Zauberjungen, der auf diese, also mit diesem Jungen, der hat Zauber kann und dann eben an dort in, grob gesagt, dann eben an diese Schule dort geht, Hogwarts, und dann dort sein Leben chillt, gefühlt. Es ist nur grob gesagt, wie gesagt. Ich erzähle es hier nicht den ganzen Film, es geht um Sat.1. So, jedenfalls ist es so, dass Sat.1 diese Filmreihe fast jedes Wochenende zeigt. Leute, das geht nicht. Ich sag auch, warum das nicht geht. Weil es ist ja schön und gut, wenn es ab und zu mal zeigt. Okay. Dadurch behält es ja auch den Wert. Aber je öfter ihr das sendet, desto weniger hat man dann Bock da drauf. Dadurch werden diese Reihe einfach kaputt, also einfach kaputt gesendet. Bis man wirklich keine Lust mehr drauf hat und sich wirklich nur noch immer sagt, ach, okay, das kommt jetzt auch schon wieder, ne? Ja, muss man jetzt nicht angucken. Kein Bock drauf, so. Das ist so, weil es einfach tot gesendet wird. Wenn es jetzt einmal kommt, okay, hey, kann man mal machen. Aber nach einer Dauer hat man einfach keinen Bock mehr. Und das ist doch nicht cool. Das ist das, was ich wieder denke. Irgendwie fühlt es sich so an, als hätten die ganzen Fernsehsender überhaupt keine Lust mehr, eigentlich wirklich was großartig zu machen, und senden einfach nur noch dasselbe. So, dass wirklich irgendwann alle auf das Streaming umgehen, um dort einfach wirklich sich alles Mögliche anzuschauen. Jede Serie, die sie wollen, neueste Serien, alte Serien, zahlreiche Filme und so weiter. Und ja, das ist halt eigentlich schade für das Fernsehen, aber okay, so ist es halt. Es muss halt wahrscheinlich wirklich weitergehen für uns alle. Denn ich sag immer noch, wie es ist, das Fernsehen, vor allem halt in Deutschland, das ist der Punkt. Da wird sich das Fernsehen nicht durchsetzen. Also nicht mehr komplett. Was heißt nicht mehr durchsetzen? Wir leben hier nicht in den 50er Jahren oder so. Es wird sich nicht mehr durchsetzen, im Gegensatz zum Streaming. Das Streaming wird sich ja auf Dauer durchsetzen, sage ich, wie es ist. Weil irgendwann kannst du kein deutsches Fernsehen mehr schauen, weil es immer dasselbe ist. Es ist immer dasselbe. Das ist doch traurig. Leute, Sat.1, sendet mal was anderes. Nehmt es jetzt mal, sendet nicht jedes Wochenende Harry Potter. Sendet mal was anderes. Und dann einmal. Am besten wenn, dann einmal im Jahr. Okay, aber nicht jedes Wochenende. Sendet mal was anderes. Es gibt so viele Filme auf der Welt. Keine Ahnung, sendet mal Star Wars oder so. Ist auch eine Filmereihe. Habt auch mehrere Wochenenden. Aber sendet das da nicht tot, ganz ehrlich. Oder, keine Ahnung. Oder von mir ist Marvel oder ich, oder es muss halt keine Filmreihe sein. Sendet doch irgendwas alles Mögliche. Oder holt euch mal Filme ins Free TV oder so, um mal was ganz Neues zu machen. Oder irgendwas, aber macht mal was anderes. Ganz ehrlich, macht mal was anderes. So. Und damit war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist so meine gerade Meinung. Und damit würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen für den Algorithmus. Denn damit pusht er mich. Und hey, würde auch vielleicht dafür sorgen, dass vielleicht sogar sich die Fernsehsender vielleicht auch das Video sich mal angucken und dann vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken. Weil ich bin bestimmt nicht der Einzige, der so denkt. Klar, es gibt bestimmt viele, die sich jedes Wochenende sagen, ja, jetzt wieder Harry Potter, oder ja, 10.000 Mal Tour in der Halbfilm bei ProSieben und sowas zum Beispiel, ne?
letztes Video anschauen. Und ja, aber ich denke, die meisten mit irgendwann sind eher, irgendwann eher genervt und wollen es nicht mehr schauen. So, aber ich bin raus, das war's und tschüss.